Namaste. Schön, dass du da bist. Ich möchte dich heute mitnehmen, in verschiedene Asanas einzutauchen, um wirklich sowohl energetisch, körperlich, als auch seelisch, moralisch, emotional die volle Wirkung der Asanas auszukosten und für dich wirklich in das Spüren einer Haltung zu kommen. Das ist körperliche Mudra, das jede einzelne Asana für dich parat hält. Es geht mir da nicht so sehr darum, dass das bilderbuchmäßig für dich aussieht, sondern dass du für dich wirklich das voll und ganz spüren kannst, was diese Asana bereithält, wie du sie integrieren kannst in dein ganzes Sein, in jede Zelle. Ich werde dir außerdem zeigen, wie du von einer Asana in die nächste Asana einen Übergang findest, wie du Variationen dieser Asana für dich praktizieren kannst, die du je nachdem, wie es dir an dem einen oder anderen Tag geht oder eben auch progressiv anwenden kannst und aber auch eine Möglichkeit geben, wie du in der Asana noch mehr in den Fluss kommen kannst, in das wirkliche Spüren, sei es entweder durch Pulsieren oder auch durch eine Bewegung eines Körperteiles mit dazu in Verbindung mit deiner Atmung, in Verbindung mit deiner einzigartigen Energie, deinem Fluss. Das ist das, was ich durch Prana Vinyasa von Shiva Ray gelernt habe und dir gerne weitergeben möchte. Heute gehen wir in Malasana, starten in Tadasana, machen hier einen großen Schritt nach außen, so dass es sich weiter als hüftbreit auf alle Fälle anfühlt. Eher, ich würde mal so sagen, ein Meter Abstand circa zwischen den Füßen. Das ist vielleicht so ein guter Indikator. Wir drehen hier die Füße leicht nach außen, so circa 45 Grad und gehen hier tiefer. Das werden wir schon sehen, wie sieht es aus mit den Füßen. Ich muss meinen Schritt noch ein kleines bisschen erweitern, damit Knie und Knöchel hier im Endkrama dieser Position, dieser Asana, so im 90-Grad-Winkel sein können. Es wird für jeden individuell anders sein. Die Knie sollten nicht zu sehr hier nach außen ziehen, sondern wirklich diese Stabilität in der Mitte wahren. Und dann ist es wirklich wichtig, über die Füße sich nach unten zu verankern und sich dann von dieser Stabilität, dieser Ankerung langsam zu erheben und nach oben auszustrahlen. Das wäre das volle Malasana, wie es im Buche steht. Wenn wir das jetzt in den einzelnen Aspekten durchgehen, dann wirst du hier merken, so wow, wenn du das mitmachst, das ist ganz schön kräftig. Damit nehme ich ganz schön Raum ein, voll in der Kraft, im Ausdruck. Das ist erdend, kräftigend, stärkend. Du wirst merken, ich stehe es gleich ganz, ganz, ganz anders im Leben. Desto länger du das hältst, desto mehr wirst du merken, wo es auch im Körper tatsächlich wirkt. Im Hintern, in den Oberschenkeln, die hier gerne mal zu zittern anfangen. Wunderbar auch im Oberkörper, der sich hier aufrichtet, die Wirbelsäule, die sich lang macht. So als würde so ein innerer Stab hintereinander uns halten. Ah, dann möchtest du vielleicht herausgehen aus dieser Position und das ist auch tatsächlich das, was wir im Prana Vinyasa ganz viel machen, ist hier mal zu halten in dem Atem, aber auch wieder zu pulsieren. Mit dem Ein- und Ausatmen diesen natürlichen Puls, den Energiefluss tatsächlich im ganzen Körper zu spüren und auch dem Körper in dieser Bewegung Raum dazu zu geben. Und du kannst hier eben in dieser Variation gern auch weiter oben bleiben, mit der gleichen Grundausrichtung, der Stabilität aus den Füßen, wo eher auf den Fußkanten sind, indem das Fußgewölbe leicht nach oben zieht. Der Rotation, der Außenrotation der Hüften und der Stabilität der Kraft, der nach unten gehenden Kraft aus dem Steißbein, das gleichzeitig das Becken leicht nach vorne kippt und die Stabilität, die Kraft in der Bauchmitte stärkt. Du kannst hier
weiter oben bleiben oder tiefer, 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 tiefer gehen. Und für dich schauen, wie ist es heute? Passend für dich, wo pulsierst du? Ist es der volle Auszug ein, aus? Oder ist es eher ein ganz sanftes Schweben? Von der energetischen Ausrichtung, im Prana Vinyasa her, würden wir jetzt sagen, Apana ist die nach unten gerichtete Kraft, erdende, kräftigende, stabilisierende, aus den Füßen heraus im ersten Moment, ist der erste Pfeiler hier für uns ist. Und zwar die vier Eckpunkte der Füße verwurzeln sich hier richtig gut mit der Erde. Das heißt, wir schieben auch, wir haben gleichzeitig diesen Zug nach unten, aber auch eine aufstrebende Kraft leicht nach oben durch das Fußgewölbe bis hin zu den Knien im ersten Moment. Apana wirkt auch im Steißbein, das eben hier nach unten schiebt, nach unten gerichtete Kraft, als hätten wir hier noch ein drittes Standbein einfach in der Mitte, das uns hier verankert. Dann haben wir Dhyana, was hauptsächlich aus der Hüfte raus über die Knie hier nach außen schiebt. So eine nach außen gerichtete, expansive, ausdehnende Kraft. Auch in den Armen. Es zieht in die Weite. Dann haben wir Samana, zusammenziehende Kraft, die mit dem Bauchraum assoziiert wird, aber etwas, was diese Kraft wieder in unsere Mitte bringt. Und zwar einmal aus dem Beckenboden heraus, der hier den unteren Bereich hält. Nabel, der ganz leicht nach innen zieht, sodass wir von der Seite betrachtet hier nicht ins Hohlkreuz gehen oder irgendwo aufs Klo gehen, sondern tatsächlich diese Ausrichtung von Becken ganz leicht nach vorne kippend halten. Dann Udana, das nach oben ziehende, ausgerichtet sein, diese Verbindung zwischen den Himmel und der Erde zu spüren. Aufsteigende, erhebende Kraft. Und Prana, in diesem Fall hauptsächlich aus dem Herzraum. Brustraum, der sich weitet, der sich öffnet. In diesem vollen, hey, da bin ich. So. Auch ganz schön anstrengend. Wenn wir jetzt unterschiedliche Möglichkeiten haben, das zu praktizieren, ist das eine wirklich so diesen verschiedenen Kramas in dem Winkel der Knie. Aber zum Beispiel, auch indem du deine Hände hier an die Oberschenkel nimmst, so leicht aufdrückst, um dann praktisch die Hüften noch ein kleines bisschen mehr auseinanderzubringen. Die Ohren weg von den Schultern. Und aber in dieses tiefe hineingehen. Das macht die Hüften wirklich noch mal stärker, aber das hilft dir gerade, wenn du im Oberkörper noch nicht so die Kraft hast, hier erstmal den Grundstock aufzubauen. Das wäre eines. Dann immer die Möglichkeit des Pulsierens, was wir Prana Vinyasa sehr oft machen, einfach nur in dieser erdenden und aufsteigenden Kraft. Dann aber tatsächlich auch mit dem Becken, das leicht nach vorne geht oder zurück, damit zu spielen. Oder als ja, Vinyasa wirklich der Arme. In dem Sinn gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Das, was du von mir wahrscheinlich am meisten kennst, ist einatmen nach oben, Sapana Mudra ausatmen, Erden nach unten. Dann aber auch in diese volle Kraft, den Ausdruck des Prana zu gehen. Die Arme wieder mal nach oben nehmen und einatmen und ausatmen. Dann Hände wieder an die Oberschenkel. Ich liebe, den Körper so aufzudrehen,
da in die Seitöffnung zu gehen, wirklich die Schulter zu öffnen, das Herz zur Seite zu nehmen. Ein, leicht zu lösen und aus, auf die andere Seite. Und aus. Das sind schon mal Möglichkeiten für dich. Jetzt muss ich auch einmal hier auslockern. Was du jederzeit auf alle Fälle machen kannst, ist wirklich die Oberschenkel hier zu lockern. Noch eine Möglichkeit ist eine verwandte Asana tatsächlich. Und du sagst so, das mit den Oberschenkeln ist mir noch zu viel. Dann wäre Low Malasana. Hat tatsächlich eine sehr ähnliche energetische Wirkung. Ist einfach ein bisschen tiefer gestellt, das Ganze. Auch hier schieben die Knie nach außen. Du bist wirklich gut geerdet in den Füßen. Steißbein schiebt nach unten. Oberkörper öffnet sich und er öffnet sich noch mehr, wenn du mit den Oberarmen deine Knie noch ein kleines bisschen mehr nach außen schiebst. Das geht allerdings nur wirklich mit gesunden Knien. Nochmal eine Variante wäre das Ganze am Boden durchzuführen. Wirklich das Gesäß am Boden und hier zu halten. Auch hier kann man natürlich pulsieren, man kann sich leicht nach unten beugen und wieder den Oberkörper in die Ausrichtung bringen. Auch hier die Füße gut geerdet. Steißbein ist hier geerdet, Sitzbeinhöcker sind geerdet, stark Kraft nach unten. Wie ich es liebe, in Malasana zu kommen, ist tatsächlich aus dem Ardha Malasana bzw. Skandasana heraus. Das heißt, von hier weg oder von hier weg in die Mitte zu kommen, ein, aus. Andere Möglichkeit, Krieger, aus dem Krieger 1, Krieger 2, einfach nur, und das geht aber auch nur mit gesunden Knien, die ich inzwischen wieder habe, nach außen zu drehen. Ändert sich im Endeffekt nicht die Spannweite, sondern die Fußstellung. Probiert es nur aus, bitte diesen Schritt, wenn ihr wirklich stabil in den Oberschenkeln seid, auch stabil in den Knöcheln. Weil sonst kann es sehr schnell passieren, dass wir hier in eine falsche Drehung kommen und die Knie darunter leiden. Das wollen wir auf keinen Fall. Aber das sind für mich gute Möglichkeiten, hier in den Übergang zu kommen. Es fällt mir gerade noch was ein. Super, super schöne Variation. Ist die Samana und Dhyana. Ausdruck und Zusammenkommen. Das unterstützt jeweils in der Handbewegung oder Armbewegung nochmal mehr, was wir da zum Ausdruck bringen wollen. Das Expansive und Stärke im Körper finden. Das möchte ich euch mitgeben für heute, für Malasana. Ihr seht schon, jede einzelne Asana an sich kann schon eine kleine Mini-Praxis sein, die ihr jeden Tag zu jeder Zeit praktizieren könnt. Für mich ist Malasana zum Beispiel etwas, was ich im Camper sehr oft getan habe, wenn mein Kopf sonst angestoßen wäre beim Kochen, war für mich Malasana the way to go. Oder beim Zähneputzen oder was auch immer. Wo auch immer ihr den Ausdruck von Malasana findet. Wichtig ist diese Stabilität. Da bin ich. Hallo Welt. Mich kann nichts umwerfen. Namaste.